Fritz Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Mein Sommer 2007. Ich möchte gerne mit euch über euren Sommer 2007 sprechen. Was ist in den letzten Wochen und Monaten bei euch Besonderes passiert? Im privaten Bereich, aber auch vielleicht im Rahmen des Urlaubs. Was habt ihr Schönes, Schlimmes, Trauriges, Skurriles, Abgefahrenes erlebt? Vielleicht, weil der eine oder andere von euch auch irgendwo in Südeuropa und war dort konfrontiert mit den schlimmen Waldbränden und kann uns das eine oder andere von dort erzählen. Das Thema lautet Mein Sommer 2007. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50, mailt domian@wdr.de. Und ich sag's nochmal ganz mit dickem Unterstreichen. Bitte, wenn ihr mailt, eure Telefonnummer reinschreiben. Wir haben nämlich gerade wieder einige hier bekommen mit interessanten Themen, die ihre Telefonnummer vergessen haben reinzuschreiben. Dann können wir euch ja nicht zurückrufen und dann dauert das alles viel, viel zu lang und ist so kompliziert. Also bitte eure Nummer reinschreiben. Unsere Telefonnummer nochmal für euch, kostenfrei, die Nummer 0800 220 50 50. Der erste Anrufer heute Nacht, das ist der Uwe und Uwe ist 43 Jahre alt. Hallo Uwe. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, dein Sommer 2007. Was ist Besonderes passiert? Ja, was ist Besonderes passiert? Ich habe eine Reise nach Thailand unternommen. Das ist sehr schön. Jo. Und was war das Besondere daran? Was das Besondere daran ist, hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du an irgendeinem Platz in deinem Leben fehl am Platz warst, dass du fehl am Platz warst einfach? Ja. Na, eher umgekehrt. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich irgendwo sein würde wollen, ja, wo ich vielleicht nicht sein kann. Ja, genau dieses. Ich bin nach Thailand gereist und bin, wie gesagt, mehrmals rüber geflogen und fühle mich mittlerweile in Deutschland so unwohl, dass ich einfach hier, ich muss weg. Mein Thema ist einfach raus hier, weg. Ah, ach so, das heißt, du hast in Thailand etwas gefunden oder einen Ort gefunden auf der Welt, von dem du meinst, da möchte ich leben. Richtig. Genau, ich möchte nicht mehr in Deutschland leben. Richtig, genau. Und das ist dir so richtig klar geworden in diesem Sommer? Das ist mir in diesem und im letzten Sommer schon klar geworden, ja. Ja. In diesem Sommer noch mehr verstärkt, weil ich mich natürlich mit der ganzen Materie auseinandergesetzt habe, ja, und selber nicht sicher war, ob das der richtige Schritt ist, diesen Schritt zu machen. Und mittlerweile habe ich mich wirklich dazu entschieden, auszuwandern. Nun ist das ja im Moment auch so ein Modethema. Es gibt verschiedene Fernsehserien darüber, die Auswanderer und man verlässt die Heimat und sowas. Aber so ganz einfach ist das ja nicht. Hast du dir schon sehr konkrete Gedanken gemacht, wie beispielsweise du dort unten leben willst? Ja, das habe ich mir schon gemacht, ja. Wie gesagt, ich habe sehr gute Kontakte durch den Aufenthalt, die ich da drüben schon hinter mir habe, geknüpft. Und fliege jetzt demnächst wieder rüber, diesen Monat, und fange dort an zu arbeiten in einem Hotel erstmal, um mal finanziell Fuß zu fassen. Ja, was wirst du in dem Hotel machen? Da werde ich als Nachtportier erstmal arbeiten. Ja. Voraussetzung ist Englisch, sonst eigentlich keine großen Vorkenntnisse. Ja. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Gaststättenfamilie, von dem her ist das für mich kein großes Problem. Was hast du denn bisher beruflich in Deutschland gemacht? Ich war bisher, also ich hatte mal früher eine eigene Firma und war zuletzt tätig in der Altenpflege. Ah ja, also ganz verschiedene Erfahrungsfelder liegen da hinter dir. Ganz genau, ja. Ja, ja. Und ich habe drüben in vielen Orten von Thailand, also ich bin sehr viel Auto gefahren, sehr viel rumgereist. Ich habe mich also nicht auf einen Flecken konzentriert, sondern habe mir ein Auto genommen und bin um die 8.000 bis 10.000 Kilometer durchs Land gefahren und habe mir die ganze Infrastruktur einfach mal angeschaut und habe gemerkt, dass sehr, sehr viele Deutsche, Engländer aus aller Welt, Ausländer drüben leben. Und das Problem vorliegt, dass es für diese Menschen, wenn sie ins hohe Alter geraten, keine Altenheime gibt, keine Auffangstationen. Also hast du da eine Geschäftsidee schon? Da habe ich eine Geschäftsidee, das Konzept steht auch. Und ich habe jetzt im Raum meiner Umgebung hier in Deutschland Leute gefunden, die bereit sind, eine Risikoinvestition zu tätigen in diesem Bereich. Ah ja. Das heißt, der Traum ist, dass du da ein Altenheim eröffnest. Ja.
und dann quasi deinem alten Beruf dort nachgehen kannst. Ja. Ich kenne mich nur nicht aus, ich war noch nie in Thailand, aber vielleicht für die Leute, es waren ja nun schon sehr viele dort unten. Wo ist denn genau dein Traumort? Mein Traumort wäre eigentlich das wahre Thailand, und das liegt im Norden. Mhm, die meisten Touristen reisen doch in den Süden nach Hua Hin, nach Phuket, Pattaya und so. Das ist nicht so meine Gegend. Also etwas zu eröffnen in der Richtung Altenheim, ist natürlich das genau der richtige Standort. Verstehe. Doch leben möchte ich mehr oder weniger, möchte ich eigentlich im Süden Thailands, ja. Nun ist das Ganze wirklich, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast, ein hohes Risikospiel. Richtig. Das kann sein, dass du auch scheiterst und vielleicht verarmt nach ein paar Jahren zurückkommst. Na ja, gut, ich habe ja noch ein bisschen einen Rückhalt hier. Also ich bin in Deutschland verheiratet, muss ich dazu sagen. Ja. Ich gebe hier nicht alles auf, ich behalte die Wohnung. Deine Frau wird mitkommen? Meine Frau wird hinterherkommen, wenn ich dann doch etwas geschafft habe. Ach so. Ich habe genug Leute, die mit meiner Idee konform gehen und sagen, okay, das probieren wir. Wir schicken dich vor als Projektmanager, als Ideenverwirklicher. Und wir gucken, dass wir das da drüben hinkriegen. Das Problem ist, sind halt die Besitzverhältnisse in Thailand, die geklärt werden. Ja. Aber Uwe, wenn du mir das so erzählst, also ich habe ja Verständnis, wenn man so sagt, irgendwie, das ist hier so hektisch und so stressig in Deutschland und es geht nur um Profit und um den schnellen Erfolg und Äußerlichkeiten und so weiter. Aber du kommst da vom Regen in die Traufe. Du hast doch dann einen irren Stress, so etwas aufzubauen. Du stehst doch unter einem unglaublichen Druck, da dann existenziell Fuß fassen zu können. Das ist richtig. Und das Problem in Deutschland ist, wenn ich hier etwas Gleichwertiges oder Gleichwertiges kann ich gar nicht aufziehen hier, das ist fast unmöglich, da werde ich wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Und ich sage mir mit 43 Jahren, jetzt probier's nochmal. Jetzt kannst du es machen. Und jetzt gehst du rüber und jetzt packst du das an. Entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Mhm. Ja? Zu verlieren habe ich in Deutschland ja nichts, weil ich hier im Augenblick keinen Arbeitsplatz habe. Aber dir ist dann auch klar, dass du wahrscheinlich die nächsten Jahre dort unten, ob schon in einer sehr schönen Umgebung, aber wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel und sehr hart arbeiten wirst müssen. Ja, von nichts kommt nichts. Ja. Naja, viele Ausländer stellen sich das dann so vor. Sie haben ihre kleine Hütte und betreiben da vielleicht eine kleine Bar und das war's dann. Und haben das ist ja genau der Irrtum. In Thailand ist 8-Stunden-Tag tabu, das gibt es nicht. Da werden 12, 14, 16 Stunden teilweise gearbeitet. Ja. Ich meine, ich fühle mich noch imstande, das zu leisten. Und solange ich das noch kann, will ich es auch wissen und will es probieren. Und, ja. Also deine Frau, du hast gerade gesagt, deine Frau bleibt erstmal hier. Die ist aber mit dem Plan auch einverstanden. Sie ist damit einverstanden. Ja. Habt ihr Kinder? Sonst würde ich gar nicht durchziehen. Verstehe. Habt ihr Kinder? Ich habe als erste Ehe Kinder, die sind erwachsen. Die sind erwachsen, das heißt, die sagen, der Papa kann das. Ja, ich finde auch, mit 43 ist das ein gutes Alter, wo man, wenn man einen solchen Traum hat, dann muss man das jetzt auch machen. Richtig. Sonst ist es vielleicht dann doch zu spät. In 5, 6, 7 oder vielleicht auch schon nächstes Jahr könnte der Zug abgefahren. Vielleicht. Ja. Kannst du so auf einen Punkt bringen, was dich am meisten stört und sogar vielleicht abstößt in Deutschland? Ja, wie du schon angesprochen hast, es ist die Hektik. Das ist auch das Wetter natürlich. Da drüben kommst du aus dem Flieger und kriegst du erstmal einen Bums von der Hitze. Ich muss sagen, ich komme da drüben auch gesundheitlich besser klar wie hier in Deutschland. Ja. Der Wetterwechsel hier, es geht mir aufs Gemüt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und die Politik auch. Die Politik, Sozialpolitik, alles was hier läuft, ist irgendwie nicht mehr das, was es einfach mal... Die ist da besser da unten? Es ist besser, ja. Ja, es gibt zum Beispiel, man denkt viele Arbeitslose in Thailand. Das ist nicht so. Die Vorschriften, einen Bauchladen aufzumachen zum Beispiel, sind natürlich viel lockerer wie hier in Deutschland. Da schneidet jeder irgendwas um den Bauch und verkauft sich was. Ja. Er greift Eigeninitiative, weil er muss nicht zum Gesundheitsamt, was natürlich auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite muss man den Leuten auch die Freiheit dann lassen, weil sie müssen ja von irgendetwas leben, weil sie ja kein Sozialsystem haben wie wir. Und du meinst nicht, dass du vielleicht dann doch irgendwie über kurz oder lang so einen schönen sonnigen Herbsttag oder einen kalten, knackigen, sonnigen Wintertag mal vermisst? Nee. Nein. Ganz klar gepolt, er will in den Süden, er will in die Sonne und er will ein ganz anderes Leben und ein anderes Lebensgefühl wahrscheinlich haben. Ne? Das gehört auch dazu, ja. Ganz genau. Ja, finde ich, wenn man so einen Plan hat und den auch klug durchdenkt und das nicht einfach nur so hoppladihopp macht, sondern... Nein, mit 10.000 Euro in der Tasche rübergehen und gucken, dass ich eine kleine Strandbar finde, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Ja. Wenn man das gut einfädelt, finde ich das eine tolle Sache. Und selbst wenn es scheitert, finde ich, dann hat man versucht, seinen Traum zu erfüllen.
ganz genau. Und zu verwirklichen, dann das ist es auch okay. Dann kann man sagen, ich habe es versucht. Das ist besser als ein Leben lang einen Traum vor sich herschieben. Genau, und zum Abschluss der Satz, der Weg ist das Ziel, sage ich immer. Ja, genau. Lieber Uwe, toi 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 für dich und dein Projekt, deine Familie. Alles, alles Gute, alles Liebe. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade reingeswitcht sein, unser Thema heute Nacht heißt Mein Sommer 2007. Was ist in eurem Sommer passiert? Also der Uwe hat gerade erzählt, dass er in diesem Sommer sich nur endgültig entschieden hat, Deutschland zu verlassen und in Thailand sich ein Leben aufzubauen. Es kann ja alles möglich sein, was im Sommer passiert ist. Das muss ja nicht unbedingt mit Urlaub zu tun haben oder mit Ferien. Es kann ja auch etwas ganz Persönliches sein, was in den letzten Monaten in eurem Leben, in eurem Umfeld passiert ist. Schönes, Trauriges oder auch einfach Verrücktes, von dem ihr sagt, Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht. 0800 220 5050, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Der nächste Anrufer ist die Rita. Rita ist 48. Guten Morgen, Rita. Guten Morgen, Domian. Hallo Rita, was ist bei dir geschehen in den letzten Monaten? Ja, in den letzten Monaten, also speziell jetzt diesen Sommer, der war für mich und für unsere Familie ziemlich traurig. In erster Linie, weil mein Vater gestorben ist. Mhm. Der Mittelpunkt unserer Familie. Und ist der Vater plötzlich jetzt in diesem Sommer verstorben? Nein, wir hatten im Dezember die Diagnose bekommen, dass er Lungenkrebs hat, da er mit Asbest gearbeitet hat. Und da hieß es, also er war schon voller Metastasen, es gab nichts mehr zu tun. Wir haben nur ein bisschen gelindert mit Bestrahlung, aber Chemo und so und Operation. Mhm. Er war 73, war alles nicht mehr. Wann genau ist er gestorben? Am 18. Juni. Am 18. Juni. Warst du dabei? Ja. Ja. Wir waren alle dabei. Hat er ein schweres Sterben gehabt? Nein, Gott sei Dank nicht. Er ist also zur Toilette gegangen und ist von der Toilette gefallen. Also er ist umgefallen und war tot. Ah. So wie er sich das gewünscht hat, ja. Ja. Er hat hinterher nur noch, er war ein Kerl vom Mann, Maurer, bullig und hatte Kraft ohne Ende. Und er saß da und sagte, ich bin doch nur noch ein Wrack, ja. Und er sagte, wenn er alleine wäre, hätte er das schon längst hinter sich gebracht, ne. Also so entschieden war er und hat das quasi aus Rücksicht auf euch nicht getan? Nein, hat er nicht. Nein, er sagte, also ich habe mein Leben gelebt, ich habe immer gelebt, ich habe wunderbare Kinder, ich habe Enkelkinder, ich habe ein tolles Leben gehabt und lasst mich doch jetzt einfach gehen. Aber das ist so. Das ist natürlich etwas tröstlich für die Hinterbliebenen, aber den Schmerz nimmt es einem ja überhaupt nicht. Nein, den nimmt es einem nicht. Und ich bin eigentlich so die Einzige natürlich, außer meine Mama, die hat 53 Jahre mit ihm zusammengelebt, aber die ist noch stärker als ich, ne? Und ich höre jetzt schon immer, jetzt reiß dich mal zusammen und das ist jetzt so lange her und du musst wieder ins Leben finden. Naja, lange her ist es nicht. Ich kann das einfach nicht, ne? Du bist, aber es gibt noch Geschwister. Ich habe noch zwei Schwestern. Mhm. Aber für die war das so, mit dem Tag der Beerdigung war das eigentlich vorbei. Die gehen kaum zum Friedhof. Gut, wir kümmern uns alle um die Mama. Ja. Aber warst du denn das besondere Papa-Kind? Hattest du einen sehr engen Draht zu ihm? Ja, ich war immer, ich war praktisch sein einziger Junge, den er hatte. Ich bin mit ihm angeln gegangen und ich hatte wirklich ein besonderes Verhältnis zu ihm. Die letzten. Ich habe ihn auch wirklich sehr geliebt und ja, ich frage mich heute, ob man die Zeit genutzt hat, die er noch hatte, ob man alles gesagt hat. Ne? Ich glaube, dass man sich das immer fragt, wenn man jemanden verliert. Ja. Hat man alles richtig gemacht? Hat man die Zeit wirklich genutzt? Und er wollte nichts ändern. Ne? Wir haben ihm angeboten, noch mal hier und da hinzufahren. Er hat immer leidenschaftlich gerne Kreuzworträtsel gelöst. Mhm. Und wenn man da hinkam, er saß in seinem Sessel und was machte er? Er löste Kreuzworträtsel. Ne? Mhm. Also er hat nichts anders gemacht. Mhm. Das heißt, hatte er gar nicht lange Krankenhausaufenthalte? Gar nicht im Krankenhaus. Gar nicht im Krankenhaus. Nein, wir waren nur einmal in der Lungenklinik, weil sie da feststellen musste, wegen diesem Asbest, weil das ja bei ihm dann eine Berufskrankheit war, obwohl er später auch noch obduziert werden musste, damit meine Mama da vielleicht eine Entschädigung bekommt. Und er war nicht im Krankenhaus. Wir haben alles zu Hause, wir haben Sauerstoffgerät besorgt. Hat er denn dann in den letzten Wochen, wo er zu Hause war, hat er starke Schmerzen gehabt? Das schon. Er hat also aber auch nichts genommen. Er hatte nur ein Morphiumpflaster. Das blieb 3 Tage drauf.
und er hat sonst nichts genommen. Mhm. Er hat auch sonst Medikamente abgelehnt, ne, wenn man ihm das ist wirklich immer Übelkeit und Brechen, ne, er wollte nichts nehmen. Mhm. Das ist das Absurde, glaube ich, dieser Generation. Die haben früher so viel mitgemacht. Die sagen zu sich, das schaffen wir auch so, da brauchen wir keine Medikamente. Was natürlich Unsinn letztendlich ist, weil die Medikamente ihnen das Leben erleichtern könnten. Ja, er sagt, ich bin eine wandelnde Apotheke, aber ich meine, so schlimm das klingt, ich sage, aber Papa, du musst auf Nebenwirkungen keine Rücksicht mehr nehmen, du bist eh schon sterbenskrank. Mhm. Du sagst, das war dann ja für ihn eine Gnade, dieser Tod, dass er auf der Toilette quasi umgekippt ist. Absolut. Wie kam das? War das ist schlimm gewesen, dass wir ihn also waschen und pflegen mussten. Mhm. Also das hat er bis zum Schluss alles selber gemacht. Mhm. Wie kam das? Ist das Herz stehen geblieben oder hat er... Wir wissen es nicht. Ist das nicht? Nein, wir denken, es war Nierenversagen. Ne? Mhm. Weil er zum Schluss auch immer Probleme hatte mit dem Wasserlassen. Und er war... Also mein Freund hat eine Schwester, die arbeitet im Altenheim und er hat Mamas Geburtstag, den wollte er unbedingt noch schaffen. Er sagte zu mir, Kind, Mamas Geburtstag bin ich noch da, aber deinen schaffe ich nicht mehr. Ich sage, Papa, der ist doch dann auch schon in 2 Wochen. Nein, dann bin ich nicht mehr da. Wann hat denn die Mama Geburtstag? Am 16. Juni. Und da waren wir auch noch alle da, alle Enkelkinder. Und er saß da und dann habe ich ihm abends dann die Strümpfe ausgezogen. Er hat bis 12 Uhr ausgehalten und er hatte eiskalte Füße. Ne? Da sagt mein Freund, seine Schwester arbeitet im Altenheim, das ist ein Zeichen. Jetzt dauert das nicht mehr lange. Die sterben von unten. Ne? Und er war zum Schluss, ja, er wollte nur noch Eiswürfel trinken. Er war überall kalt, aber sein Zentrum, Herz und alles ist warm gewesen. Ne? Und das war bis zum Schluss, wir haben ihn bis abends um 5 bei uns behalten, damit wir alle von ihm Abschied nehmen können, war er warm auf der Brust. Ne? Wie machst du das jetzt? Gehst du oft auf den Friedhof? Ja, für mich ist das, ich gehe zwar, aber er hatte den Wunsch, verbrannt zu werden. Mhm. Und das ist für mich kein Ort, wo er ist. Mhm. Ich habe mir hier also im Wohnzimmer so einen kleinen Tempel gemacht, Bilder von ihm, so typische Sachen von ihm, da stelle ich Kerzen auf. Das ist nicht mein Papa, der da in dieser Urne ist. Ja, aber vielleicht ist dieser kleine Tempel, wie du sagst, in deinem Wohnzimmer sogar noch schöner. So ist es, hast du die Erinnerung immer, da brauchst du gar nicht auf einen Friedhof gehen. Werd aber belächelt deswegen, ja. Ach. Weil alle sagen, also ich bin schon und. Aber weißt du, Rita, wer darüber lächelt, also der hat's auch nicht mehr alle. Entschuldige diese saloppe Ausdrucksweise, weil jeder Mensch geht anders mit dem Trauerschmerz um. Und wenn das deine Form ist, deinen Vater in Ehren zu halten, dann ist das absolut in Ordnung und da darf niemand drüber urteilen. Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich nicht doch schon verrückt bin, dass ich sage, ich muss jetzt wirklich mal aufhören. Ich kann nur noch mit Tabletten schlafen. Mhm. Immer wenn ich die Augen zumache, habe ich dieses Bild von mir, von ihm. Mhm. Ja. Und das muss irgendwann mal aufhören. Mhm. Das sehe ich auch so. Aber ich finde, ich sage es nochmal, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich finde, dass das noch alles relativ frisch ist. Und dass es sicher auch normal ist, dass du als so liebende Tochter den Schmerz so tief spürst. Also ich finde das alles noch im Rahmen des Normalen. Ja doch, bin ich noch nicht extrem. Nein, finde ich eigentlich nicht. Ich nicht. Mir tut es sehr leid, was du mitmachst und was deine Familie erleidet im Moment. Ja. Wie ich es gerade schon sagte, es ist in gewisser Weise vielleicht doch ein Trost, wenn man sich vor Augen führt, dass es sein Wunsch war, dann so und schnell zu gehen. Ja, das stimmt. Das sage ich mir dann auch immer wieder. Der Arzt sagte auch, es ist ihm und uns viel erspart geblieben. Ja, also er hätte noch viel qualvoller sterben können, ersticken, weil er kriegt ja schon gar keine Luft mehr. Liebe Rita, ich wünsche dir viel Kraft. Ich danke dir, Doris. Deiner Familie. Und schäme dich nicht ob deiner Gefühle. Das ist alles in Ordnung, finde ich. Deine Sendung ganz toll. Ich gucke sie fast immer und mach weiter so. Vielen herzlichen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Und jetzt bin ich verbunden mit Georg. Georg ist 32 Jahre alt. Guten Morgen, Georg. Guten Morgen. Guten Morgen. Unser Thema heißt Mein Sommer 2007. Genau. Was war da Besonderes bei dir in deinem Sommer? Leider gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Okay, es war schön, mit dir gesprochen zu haben. Nein, du hast dich ja gemeldet und
wolltest mir bestimmt irgendwas Besonderes erzählen. Ich fand ganz interessant, dass die Anrufin vorhin erzählt hat vom Sauerstoffgehalt. Ich habe es nicht verstanden. Die Anruferin vorher hat... Vom Sauerstoffgehalt erzählt. Ja. Also ich hänge auch am Sauerstoffgerät, gerade eben in dieser Sekunde auch. Ja. Bin 32 Jahre alt. Ja. Ah, ich verstehe. Dein Hinweis mit nichts. Und ich warte auf ein Herz. Du wartest auf ein Herz? Genau. Also auf eine Transplantation? Genau. Das heißt, da kannst du gar nichts machen, da sitzt du und wartest und hast den ganzen Sommer über gewartet. Ja. Auf den erlösenden Anruf, es geht los. Genau so ist es, ja. Ja. Wie lange wartest du schon, Georg? Seit September letzten Jahres. Nun gibt es ja so Ranking-Listen. So Listen, ganz ja. Was haben die Ärzte dir gesagt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Beispiel dieses Jahr noch ein Herz bekommst? Also, man sagt ganz einfach, wenn man auf ein Herz wartet auf normalen Liste, dann muss man 2 bis 3 Jahre warten. Mhm. Und man verliert so und so viele Patienten jedes Jahr. Das sagen die Chirurgen, die Ärzte, also Kardiologen, sagen wieder was anderes. Mhm. Aber Tatsache ist ganz einfach, man sitzt da und wartet. Man sitzt da und wartet. Man darf nicht mal wegfahren, man darf nicht mal in den Urlaub fahren. Könntest du denn mit deiner Erkrankung in Urlaub fahren? Nee, nicht mal. Das ging nicht mehr. Bist du ans Bett gefesselt, musst du immer liegen? Nee, ich muss nicht immer liegen, das ist falsch. Aber du brauchst das Sauerstoffgerät? Ich brauche das Sauerstoffgerät in bestimmten Situationen, wenn es warm ist, wenn es Sommer ist eben. Ja. Und wenn es Tage gibt, wo es eben sehr warm ist oder wenn man bestimmte Schritte nicht machen kann, dann kommen Situationen, wo man eben dieses Sauerstoffgerät braucht. Ja, du hast gerade gesagt, du hast es jetzt im Moment auch benutzt, das Sauerstoffgerät. Genau, ja. Liegt das daran, dass das jetzt eine Stresssituation für dich ist? Genau so ist es, ja. Also es ist schon ein bisschen aufregend. Also, dein Redakteur hat mich gefragt, hast du schon mal mit Domian gesprochen? Habe ich gesagt, nein. Mhm. Wieso auch? Mhm. Ja, ja. Und in solchen Momenten kommen Stresssituationen. Ich verstehe. Das da ging. Das Herz nach oben vom Pulsschlag. Bei manchen geht es nach unten, weil man Blutdruck verliert. Bei mir geht es nach oben. Und ich muss in dem Moment Angst haben, dass mein Defi anspringt. Was ist Defi? Defibrillator. Also das ist die Sauerstoffmaschine? Nein. Nee, was ist denn das? Defibrillator ist das Gerät, was du in U-Bahnhöfen findest, wenn jemand einen Herzstillstand erlebt und du ganz schnell bedienen sollst, ach so. Damit sein Herz wieder anspringt. Und bist du denn dann irgendwie verkabelt? Das, ja, genau. Also ich habe so einen Defibrillator in mir eingebaut. Ach so. Genau. Und der springt dann von alleine an, wenn... Der springt an, wenn ein Kammerflimmern ausgelöst wird, also wenn ein Kammerflimmern vom Herz kommt. Mhm. Das Problem ist Technik. Die begeistert. Mhm. Er kann nicht unterscheiden, ob es ein bösartiges Kammerflimmern ist oder ein gutartiges. Das bedeutet? Das bedeutet, dass wenn du jetzt weggehen würdest zum Beispiel, so ein Defi in dir hast, und ein bisschen tanzen würdest und dein Pulsschlag nach oben geht, weiter als normal, also 270, 180, dass der Defi im schlimmsten Falle anspringt. Und was ist dann, wenn der anspringt? Das tut weh. Das tut weh? Ach so. Ja. Da bekommt man regelrechtes, also wirkliches Herz. Ich muss dir vorstellen, keine Ahnung, ob du schon mal gemacht hast, aber dass du eine Steckdose fasst, du siehst Sternchen vor dir und. So schlimm. Also, aber im Moment ist es okay. Im Moment ist alles okay. Alles okay. Georg, wie lange bist du schon herzkrank? Bist ja ein junger Mann, 32. Ja. Ich habe mit 12, 13 Jahren eine Entzündung bekommen an den Knochen. Und habe eine Art Rheuma bekommen über eine Augenentzündung. Und diese Entzündung in den Knochen hat sich ausgewirkt aufs Herz. Habe in 20 Jahren meine erste Herzoperation gehabt. Mhm. Eine Aortenklappenersatz, also einen Klappenersatz. Habe eine künstliche Herzklappe bekommen. Und habe dann weitergelebt. So wie mit 20, 21, 22, 25 lebt. Ja. Das Leben genossen. Ja. Habe mich vielleicht teilweise wenig an die Medikamentation gehalten. Mhm. Wenn man eine Herzklappe bekommt, musst du Blutverdünnung nehmen, Marcumar zum Beispiel, und musst Blutverdünnung nehmen, sodass dein Herz immer durchblutet wird von dem dünnen Blut. Mhm. Und hast
nie wahrgenommen, was mit deinem Herz ist, weil man ist jung und man... Verstehe, du hast es vernachlässigt und dadurch hat es sich alles verschlimmert dann. Weiß ich nicht, heute nicht mal. Also ja. Ich weiß nicht, ob es heute so ist, dass du sagst, es liegt daran oder wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall hat es sich verschlimmert und das Herz hat sich nie erholt. Jetzt stelle ich mir die Situation ausgesprochen bedrückend vor. Man sitzt da zu Hause und kann gar nichts machen, wartet auf diesen erlösenden Anruf, der sowohl erlösend ist, als auch Angst einflößen, könnte ich mir vorstellen. Weil dann steht ja eine ganz riesengroße Operation bevor. Mhm. Was überwiegt? Die Erleichterung oder die Angst? Schwer zu sagen. Also bei jemandem, der keinen Ausweg mehr hat, also... Der kein was? Kein? Keinen Ausweg mehr hat. Ausweg mehr hat, Der einfach irgendwo krank im Krankenhaus liegt und sagt, ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr gehen, ich kann nicht mehr stehen, ich kann gar nichts mehr. Glaube ich, würde bloß noch die... Die Hoffnung. Die Hoffnung. Und die Erleichterung, ja. Die Erleichterung, ja, ganz genau. Bei jemandem, der... zu Hause noch aufsteht, der sich was zum Essen macht, der auf die Toilette geht, der die Treppen vielleicht noch steigen kann. Also so wie du. Eine Etage. Mhm. Da ist das dann schon so ein bisschen zwiegespalten, das Ganze. Ja, genau. Ganz genau. Wie ernst ist es, wenn sich jetzt über einen sehr langen Zeitraum kein Spenderherz findet, könnte es sein, dass du an deiner Erkrankung verstirbst? Also wenn ich auf der normalen Liste bleibe, also auf der normalen Warteliste, dann wirst du dann sterben, ja, ganz genau. Also wenn es dann nicht rechtzeitig kommt. Genau. Mhm. Also Chirurgen sagen heutzutage, wenn du in ein chirurgisches Gespräch gehst mit einem Arzt, der Chirurg ist, dann sagt er, okay, alles klar, wir verlieren 25% im ersten Jahr und wir verlieren so und so viel im zweiten Jahr und nach 5 oder 4 Jahren haben wir alle verloren. Hast du denn, was deinen Fall betrifft, irgendwie eine Präferenz, dass du bevorzugt wirst, wenn ein Spenderherz da ist? Also du kannst bevorzugt werden. Das kannst du dann werden, wenn du eine andere Listung erreichst. Das heißt, jeder denkt immer, du bist auf der Liste und somit bekommst du ein Herz irgendwann. Ja. Aber es gibt in Deutschland auch noch eine U-Liste, das heißt urgent, also das heißt heutzutage dringend, U wie urgent. Mhm. Oder, und das ist Kranke eigentlich einfach dran, dass du HU gelistet bist, das heißt high urgent. Mhm. Also da sagst du als Patient, was heißt, ich bin auf der Liste, ich brauche ein Herz. Hallo, ich warte, ich brauche ein Herz. Okay, alles klar, es gibt jemanden, der urgent ist, also dringender als du. Ja. Und dann sagst du auch, okay, alles klar, es gibt jemanden, der ist HU, also noch dringender. Noch dringender. Mhm. Und hast du schon ein U oder ein HU? Weißt du das? Also ich weiß, ich habe eine U-Listung durchgeführt. Ja. Die habe ich mitgemacht. Mhm. Mitgemacht heißt insofern... Ich habe das gehen lassen über mir. Du weißt aber nicht das Ergebnis. Wie bitte? Weißt du das Ergebnis, ob du das U, also das Urgent... Ich weiß. Du hast es bekommen. Also ich hätte ein U bekommen oder ein HU, wenn ich dann gewisse Spielregeln mitgemacht hätte. Das heißt, du hast es nicht bekommen. Das heißt, ich habe es nicht bekommen, ganz genau. Also ich hätte ein U bekommen, wenn du U gelistet bist in Deutschland zum Beispiel, hast du genau dieselbe Chance, wie wenn du normal gelistet bist. Ich würde dich gerne noch fragen, wenn es dann zu dieser Operation kommt, die ich dir natürlich sehr wünsche, die Zeit danach, hast du Angst vor der Zeit des Sicherholens oder auch Angst davor, dass das Herz vielleicht nicht angenommen wird? Macht man sich da jetzt schon Gedanken darüber oder hat man einfach das Ziel, ich will diese Operation schaffen? Das ist schwer die Frage, weil wenn du einfach so schlecht bist, dass du einfach nur ins Krankenhaus kommst und sagst, okay, alles klar, ich bekomme jetzt ein Kunstherz zum Beispiel und werde dann HU gelistet, dann denkst du nicht mehr drüber nach. Aber wenn du zu Hause sitzt und wartest, dann ist das eine ganz andere Situation, wenn du auf einmal Dinge nicht mehr machen kannst, wenn du, wie du schreibst eben, Sommer 2007, wenn du Sommer 2006 noch andere Dinge gemacht hast, wenn du mit deinem Sohn im Urlaub warst oder mit deinem Sohn rausgegangen bist in die Sonne und das kannst du auf einmal 2007 nicht mehr machen. Das heißt, du hast eine Familie?
Ich habe einen kleinen Sohn, ja, ganz genau. Lebst du denn mit deiner Partnerin auch zusammen? Oder? Nein. Du lebst alleine? Ja. Ja. Mhm. Hat die Trennung was mit deiner Erkrankung zu tun? Ja, ganz genau. Weil die Partnerin die Erkrankung nicht mehr ertragen konnte, oder? Ja, weil ich mich verändert habe und ja. Weil die Erkrankung mich verändert hat und unsere Familie verändert hat. Mhm. Genau. Mhm. Denkst du aufgrund der ernsten Situation oft an den Tod oder verdrängst du es? Also es gibt so ein wundersames Büchlein, was jemand geschrieben hat, oder wie viele Ärzte schreiben oder transplantierte Patienten, was du machen sollst danach und was du machen sollst davor und so weiter. Und da steht in einem Büchlein, kläre all das, was du vorher klären möchtest, mhm. also was du in Ordnung bringen möchtest. Mhm. Und da gehört auch sowas dazu, dass du zum Beispiel ein Fest machst, steht da drin, mhm. Mit deinen Freunden oder mit Leuten, die zu dir gehören. Ja. Hast du das schon gemacht? Ich habe das in gewissem Sinne gemacht, ja. 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 Also ich habe in gewissem Sinne eine Ruhe mit mir gefunden, ja. Mhm. Ganz genau. Lieber Georg, an dieser Stelle möchte ich vielleicht doch nochmal aufrufen, dass die Leute sich einen Organspendeausweis besorgen. Ich finde, das kann man gar nicht oft genug machen. Jeder von uns kann in die Situation kommen. Und Georg ist nun jemand, der in der Situation ist und dessen Leben man retten könnte, wenn man das eigene Leben verloren hat durch einen Unfall oder was auch immer. Ich wünsche dir von Herzen, von Herzen, von Herzen, dass dieser Anruf bald kommt. Ich danke dir. Und alles, alles Gute und viel Kraft, Georg. Darf ich noch was sagen? Bitte. Okay. Weiß, dass ich einen guten Freund habe, mhm. der mir viel geholfen hat in den letzten Jahren, weil ich ihm vorher gesagt habe, das Leben ändert sich und die Leute gehen weg von einem, weil du kannst dich nicht mehr melden, du kannst nicht mehr dahin fliegen, wo mhm. du vorher hingeflogen bist und so weiter. Und ich habe einen guten Freund in Leverkusen, das ist mhm. bei euch in der Nähe von Köln, mhm. und der weiß, dass er immer für mich da gewesen ist mhm. und er ist auch immer für mich da. Und dafür danke ich ihm. Lothar heißt er. Mhm. Und ja, das ist alles. Du hast Danke gesagt. Und das wird der Lothar schon, glaube ich, auch verstehen, was du meinst. Und sich freuen darüber. Ich bin sicher. Alles Gute, Georg. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke dir auch. Alles klar. Auf Wiederhören. Ciao. Unser Thema heißt Mein Sommer 2007. Und zu diesem Thema hat angerufen Selina. Stimmt das? Selina? Hallo? Hallo? Selina, 19 Jahre. Ja, genau. Selina, schön, dass du da bist. Hallo. Dein Sommer 2007. Was ist da passiert? Besonderes? Ja, und zwar bin ich Anfang April von der Freundin zum Urlaub eingeladen worden. Mhm. Nach Ägypten. Mhm. Und da habe ich, also am zweiten Tag habe ich da einen Mann kennengelernt. Am mhm. Strand. Und wir haben uns auch sofort verliebt ineinander. Und also haben dann auch den restlichen Urlaub miteinander verbracht. War das ein Tourist oder war das ein Einheimischer? Nee, der lebt da und arbeitet da als Surflehrer. Ah ja, aber kein Ägypter. Doch, doch. Doch, also, doch, ein Ägypter. Genau, ja. Ja. Mhm. Und anschließend bin ich dann 2 Monate später nochmal zu ihm geflogen, alleine dann. Mhm. Also habe auch bei ihm gelebt, die 2 Wochen, wo ich dann bei ihm war. Mhm. Und war alles schön und alles toll. Mhm. Und danach haben wir versucht, dass wir vielleicht ihn nach Deutschland holen könnten für einen Urlaub. Mhm. Was aber ausgeschlossen ist, weil es einfach ein islamisches Land ist und es nicht so leicht ist. Und dann haben aber wir da könnte er doch, auch wenn es ein islamisches Land ist, zum Urlaub nach Deutschland kommen, oder? Nee, also das hängt von seinem Einkommen ab. Ach so, natürlich. Ja gut, wenn das genau. die Gründe sind, ja, ja. Mhm. Ja, und das reicht eben nicht aus. Mhm. Und dann sagt eben der deutsche Staat, das wollen sie nicht. Mhm. Und jetzt mhm. haben wir eben beschlossen, dass wir heiraten wollen. Mhm. Und die komplette Familie, Freunde und alle sind aber eigentlich dagegen, weil sie der Meinung sind, dass er einfach nur nach Deutschland möchte und das nicht ernst meint mit mir. Mhm. Ja, jetzt aber weiß ich da auch nicht, was ich machen soll. Aber du bist verliebt. Sehr, ja. Sehr. Und hast jetzt insgesamt wie viele Wochen mit ihm verbracht? Ja, 3 ungefähr. 3 Wochen. In einer besonderen Situation, in einer Urlaubssituation deinerseits. Genau, ja. Mhm. Und das Problem ist eben, dass ich auch noch ein kleines Kind habe. Wie alt ist er denn?
Er ist 22. 22 und er hat ein kleines Kind. Nee, ich habe ein kleines Kind. Ach, du hast ein kleines Kind? Ja. Ah, wie alt? 2 Jahre alt. Und lebst aber nicht mit dem Partner zusammen? Nein, also ich bin damals mit 16 schwanger geworden. Mhm. Und er hat mich dann damals also verlassen und hat auch keinen Kontakt mit mir oder dem Kind. Mhm. Weiß denn dein ägyptischer Freund, dass du ein Kind hast? Ja, das ja. weiß er. Und er würde diese Sache mit der Heirat machen wollen? Ja, wird er machen wollen und wird es auch mit dem Kind akzeptieren. Und er möchte auch hier sofort arbeiten anfangen. Also ja, wobei er kennt ja unser Land überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Und dennoch sagt er, er würde gerne seine Heimat verlassen und einfach hierher kommen. Ja, genau. Hast du denn seine Familie auch kennengelernt? Nee, weil die komplett ganz woanders in Ägypten lebt wie er. Mhm. Und von daher, ja, haben auch nicht das Geld dann zusammen gehabt, dass wir zu seiner Familie geflogen werden. Also, das wäre nicht gegangen. Jetzt ist deine Familie dagegen? Ja, sehr. Und Freunde habe ich auch schon viele verloren dadurch, weil sie es einfach nicht akzeptieren wollen. Du bist ja, den ersten Aufenthalt warst ja mit deiner Freundin dort unten. Genau, ja. So habe ich es gerade verstanden. Die hat ihn dann ja auch kennengelernt. Ja. Wie findet sie ihn und wie sieht sie die Situation? Ja, also das war eigentlich die ersten paar Stunden, wo wir ihn kennengelernt haben, hat sie eigentlich ein sehr gutes Bild gehabt und hat dann auch mich unterstützt bei dem zweiten Flug und auch dann die ersten paar Tage von der Hochzeitsplanung. Aber jetzt ist sie strikt dagegen und fest davon überzeugt, dass er eigentlich nur nach Deutschland möchte. Mhm. Und hat also mich jetzt praktisch vor das Ultimatum gestellt, entweder er oder sie. Ja, die hat euch dann ja quasi während des ersten Aufenthaltes, wie lange dauerte der erste Aufenthalt? Eine Woche. Mhm. Da hat die euch ja so ein bisschen beobachtet, ne? Das, ja. Das war ja dann, wie kommunizierst du mit ihm? Also wir reden in Englisch. In Englisch. Ja. Könnt ihr beide sehr gut Englisch? Ja. Also ich habe es nicht so gut konnte den ersten Urlaub, habe es aber dann innerhalb von den 2 Monaten sehr gut gelernt. Also ja. Wir können uns über alles unterhalten. Ja, das heißt, da kann man sich dann auch wirklich verständlich machen. Ja, doch. So, Selina, jetzt will ich immer sagen, ich hole jetzt nicht irgendwie die altmodische Keule raus und sage, das ist irgendwie, das macht man nicht und das ist irgendwie unkonventionell und das ist, weißt du, was mich so bremst an der Sache? Was? Ja, wirklich, was mich total bremst. Und deshalb würde ich dir dringend raten, das erstmal nicht zu machen. Weil du den gar nicht richtig kennst. Du kennst den nicht. Du hast ihn 3 Wochen erlebt in einer besonderen Situation. Nämlich, wie ich es gerade schon sagte, in einer Urlaubslaune. Mhm. Du weißt letztendlich über diesen Menschen, wie der im Alltag ist, weißt du gar nichts. Gar nichts. Du würdest ja hier auch keinen Menschen heiraten, den du mal 3 Wochen an der Nordsee kennengelernt hast. Das würdest du auch nicht machen. Ja, das stimmt. Aber ich denke, also wir haben ja sonst komplett gar keine andere Chance, uns kennenzulernen. Mhm. Also das ist das Problem. Ihr müsst dann ständig runterfliegen und dazu habe ich ja das Geld gar nicht. Ja, sicher. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Dilemma, in dem du da drin steckst. Da kann man natürlich jetzt überlegen, dann welche Mittel gibt es, dass du zumindest noch einige Male dort runterfährst? Könnt ihr denn E-Mailen miteinander? Nicht wirklich, nee, wir telefonieren halt. Das ist natürlich auch sehr teuer wahrscheinlich. Ja, also. Warum nicht E-Mail? Weil er keinen Computer hat und auch nicht das Geld dazu hat, sich einen zu kaufen und das. Was will er denn dann hier machen? Er kann nicht Deutsch? Ja, er geht jetzt auf eine Deutschschule und möchte dann hier am Anfang irgendwelche 400-Euro-Jobs anfangen. Ja. Bis er dann halt, ja. Pass mal auf, ich finde ja, wenn da wirklich ein ernstes Interesse ist, sowohl an der Aktion als auch an dir, dann finde ich, du bist 19 Jahre alt, erst 22, dann kann man da auch gut noch ein Jahr mit warten. Und in diesem Jahr kann er beweisen, wie ernst er es meint, zum Beispiel auch, indem er Deutsch lernt. Und du könntest versuchen, ich weiß jetzt nicht, wie deine finanzielle Situation ist, aber ich meine, in Ägypten gibt es ja immer wieder doch sehr, sehr billige Angebote, dass man dorthin fliegen kann. Wenn es irgend möglich ist, so oft wie möglich dorthin zu fahren und dich weiter mit ihm zu befassen. Aber ich würde dir dringend abraten, jetzt so einen Schritt zu machen, weil du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Überhaupt nicht. Du heiratest quasi einen Fremden. Und der Vorwurf kann natürlich im Raum stehen, dass er dich auch benutzt. Das will ich nicht unterstellen. Aber man muss auch diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Mhm. Finde ich.
Ich finde, dass dein Umfeld, deine Freunde, deine Eltern, die haben recht. Nichts gegen eure Liebe. Versteh mich nicht falsch. Aber das ist zu schnell jetzt. Ihr seid super jung, ihr habt Zeit. Und wenn ihr wirklich füreinander da seid und euch wirklich liebt, geht das auch noch nächstes Jahr oder gar in 2 Jahren. Und dann hat das eine Grundlage. Aber nicht nach 3 Wochen Urlaub. Mach bloß keinen Fehler. Mach bloß keinen Fehler. Wenn du das alles dann machst, dann hast du wirklich ein Problem vielleicht an deinem Leben oder in deinem Leben, was sehr kompliziert ist. Ja, das stimmt. Stimmt schon, ja. Also jetzt sachlich klug abzuwarten und das Ganze sich entwickeln zu lassen, sag ich mal. Dagegen spricht überhaupt gar nichts. Gar nichts. Umso größer ist die Freude, wenn du jetzt vielleicht, wenn du es vielleicht schaffst zu sparen, dass du um die Weihnachtszeit hinfliegst, vielleicht gibt es auch wieder irgendwelche Angebote, ich weiß es nicht. Umso größer ist die Freude, dass ihr dann wieder zusammen seid. Und dann kannst du auch schon mal ein bisschen abprüfen, ob das mit der Schule klappt bei ihm, dann redest du mit ihm ein bisschen Deutsch und so weiter. Ja, wenn eben die Sehnsucht nicht so groß ist. Die Sehnsucht ist groß. Da gibt es jetzt auch kein tröstendes Argument gegen. Aber die Gefahr, dass du einen großen, großen Fehler, einen großen Lebensfehler begehst, die ist immens, finde ich. Und dafür, finde ich, muss jeder, der mit dir redet, muss das sagen, um dich aufmerksam zu machen und dich vielleicht zu schützen. Letztendlich musst du es natürlich für dich entscheiden, das ist natürlich klar. Okay. Aber mich wird schon schutzig machen, wenn natürlich so auch die beste Freundin und alle rum eher gebremst wären. Es sind ja Leute, die dich lieb haben, die dich gerne haben, die wollen ja das Beste für dich. Ja, und wenn man, das ist ja das alte Lied, wenn man verliebt ist, ist man nicht besonnen und nicht klug. Ja, bist du blind wahrscheinlich. Da ist man total doof, manchmal. Das sieht man dann leider immer erst hinterher. Ja, genau. Selina, mehr kann ich ja nicht sagen, das ist meine Meinung. Okay, dann mache ich mir da mal nochmal Gedanken drüber. Das wäre sehr schön. Und ich hoffe, dass du zu einem sehr schlauen Entschluss kommst. Ja, ich bin jetzt mal froh, die Meinung von dem Außenstehenden gehört zu haben. Ja, das ist auch immer gut, finde ich auch. Genau, dann werde ich nochmal drüber nachdenken. Viel Glück und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, heute heißt ja unser Thema mein Sommer 2007, aber ich möchte euch an dieser Stelle schon mal hinweisen auf unser Thema am Donnerstag. Da heißt nämlich das Thema, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Passt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu unserem Gespräch von gerade. Also ich möchte mit euch am Donnerstag über euch unterhalten. Vielleicht habt ihr mal aufgrund eines Ereignisses oder eines Umstandes so reagiert, dass ihr hinterher gesagt habt, das war ich nicht. Ich habe mich da selbst gar nicht wiedererkannt. Ich bin völlig ausgerastet oder ich habe Dinge getan, die ich im normalen Zustand gar nicht tun würde und so weiter. Das heißt, also unser Thema am Donnerstag heißt, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Aber heute geht es um den Sommer noch, um den Sommer 2007, nämlich über euren Sommer und was ihr so alles in diesem Sommer erlebt habt. Schönes und Trauriges, das muss nicht unbedingt mit Ferien und Urlaub zusammenhängen, kann aber damit zusammenhängen. 0800 220 50 50. Hier ist die Sarah und Sarah ist 18. Hallo Sarah. Hallo Domian. Ja, hallo Sarah. Tut mir leid. Ja, mein Thema ist heute, Anfang des Sommer hat es angefangen mit einer Menge Stress auf jeden Fall. Mein Freund hat zu mir gesagt, er geht eine Schachtel Zigaretten kaufen. Und ja, dann ist er diese Nacht überhaupt nicht mehr wiedergekommen. Das war ungefähr um 12 Uhr. Jetzt diese aktuelle Nacht? Nee. Nein, nicht diese Nacht. Das war Anfang des Sommers. Anfang des Sommers, ja. Das kann sogar einen Monat noch früher davor gewesen sein, ungefähr so. Ja. Und jedenfalls, dann ist er auf jeden Fall nicht mehr wiedergekommen, hat 300 Euro in Automaten reingeschmissen, aber er hat in dieser letzten Zeit sehr viel Drogen konsumiert gehabt. Also. Schau mal, wie 300 Euro in den Automaten geworfen? In was für einen Automaten? So ein Spielautomaten. Ach so. In so ein türkisches Café. Ach so. Ja, genau. Mhm. Und jedenfalls, dann ist er auf jeden Fall nicht mehr wiedergekommen und hat dann bei einer Frau, hat zu dieser Frau gesagt, dass er das Geld wiedergeben soll und so, weil er das ganze Geld reingeschmissen hat. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade voll nervös. Von wem hat er das Geld denn? Also diese 300 Euro waren seine 300 Euro. Ja. Aber er hatte nichts mehr außer diese 300 Euro. Ja, jetzt nochmal, damit wir die ganze Sache gut einordnen können. Habt ihr vorher oder habt ihr zusammen gewohnt?
Jein, also ich habe bei ihm gewohnt, aber bei meiner Mutter war ich angemeldet. Verstehe. Ja. Und wie lange wart ihr zusammen? Wir sind jetzt immer noch zusammen. Jetzt sind wir in ein halbes Jahr 4 Jahre zusammen. Ach, 4 Jahre? Mhm, 3,5 Jahre. Wow, lange Zeit, ne? Ja, also ich bin mit 13 mit ihm zusammengekommen und er ist jetzt 29. Ah ja. Ja. Und so, da hatte er das Geld verballert, die 300 Euro. Ja, und dann wurde er sauer, weil er kein Geld mehr hatte für den restlichen Monat. Und dann hat er zu dieser Frau gesagt, gib mir das Geld, was in dieser Kasse ist. Mhm. Weil die Frau dort arbeitete, oder wie? Ja, das war auch eine türkische Frau, die da gearbeitet hat. Und die Frau hat zuerst gesagt, nein, ich gebe das nicht, bla 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 und so. Und dann wurde er sauer und hat die Frau von der Kasse rübergezogen irgendwie, hat sie gewürgt und hat sie verprügelt. Und ja, seit letzten Mittwoch ist er jetzt im Gefängnis und ich weiß nicht einfach, was ich machen soll. Also, er war jetzt seit des letzten Sommer auf der Flucht. Also seit diesem Sommer Anfang. Also er war auf der Flucht, aber dann hat man ihn gepackt. Ja. Und jetzt ist er in Untersuchungshaft oder es gab... Er ist jetzt in Untersuchungshaft. Ja. Morbid. In Berlin. Mhm. Mhm. Ich habe es gerade nicht richtig verstanden. War er auch besoffen, als er das gemacht hat? Nein, in dem Zustand war er völlig nüchtern. Also er war völlig nüchtern. Er hat einen Entzug durchgemacht. Was für ein Entzug? Drogenentzug. Ach, das kommt auch noch hinzu. Ja. Das heißt, er hatte früher Probleme mit Drogen? Ja, mit sehr harten Drogen und leichten Drogen. Ich will jetzt nicht das unbedingt hier so sagen. Na gut, aber das volle Programm. Ich höre es schon. Und außer mit Spritze, das hat er nicht gemacht. Mit was? Mit Spritze hat er nicht gemacht. Ja, und an dem Abend, als das da passiert ist, als er die Frau angegriffen hatte, war er auch noch auf Entzug. Mhm. So. Wie schwer hat er die Frau verletzt? Sie lag einen Monat ungefähr im Koma. Sie lag einen Monat im Koma? Ja, so, weil er sie gewürgt hat irgendwie. Er hat komplett rot gesehen, hat er zu mir jedenfalls gesagt. Er wollte das gar nicht. Also eigentlich ist er nicht. Waren denn da keine anderen Leute in dem Laden? Doch schon, aber die türkischen Männer unternehmen bei sowas nichts. Nachdem das dann passiert war, ist er einfach abgehauen aus dem Laden? Ist er abgehauen. Diese Frau hat Polizei geholt und so. Und die Frau konnte noch Polizei holen? Ja, die ist aufgestanden, dann hat sie sich aber so doll aufgeregt gehabt. Ich war ja nicht selbst dabei. Ja. Ich kann es jetzt nur so erzählen, wie ich das gehört habe. Ja. Dann ist sie irgendwie aufgestanden, hat Polizei gerufen und dann hat sie was erzählt gehabt und dann hat sie sich so doll aufgeregt, dass sie wieder umgefallen ist. Mhm. Und seitdem war sie einmal im Koma, aber jetzt ist wieder alles okay bei dieser Frau. Na gut, aber es hat die Frau schon sehr, sehr, sehr stark getroffen. Die ganze. Ja. Wo ist denn dein Partner, dein Freund dann hingegangen danach? Danach ist er erstmal abgehauen für ein paar Tage, habe ich ihn auch nicht gesehen, weder telefonatisch, sonst irgendwas. Und da wusstest du ja noch gar nicht, was los war, ne? Nein, gar nicht. Mhm. Und dann, ich habe mir natürlich Sorgen gemacht, weil er gesagt hat, er holt sich nur eine Schachtel Zigaretten. Mhm. Und jedenfalls dann hat er mich angerufen, haben wir eine Weile bei Kumpels gewohnt und so. Und das haben die aber nicht länger akzeptiert, weil die sagen, wenn du alleine bist, ist okay. Aber weil er sehr stark zu mir steht, er ist auch sehr stark zu mir hingezogen, hat er gesagt, ohne meine Freundin gehe ich nirgendwo hin, weißt du? Oh. Und dann sind wir ab und zu mal zu der Mama gegangen und dann hat die Polizei auch in dem Haus von der Mutter mit Foto und alles gezeigt. Ja. Wir suchen diesen und diesen Mann. Ja. Das heißt, du warst quasi mit ihm auf der Flucht? Ich war dabei. Du warst immer dabei, als er abgehauen ist. Hast du ihn nicht bedrängt, sich bei der Polizei zu stellen? Ich hatte auch selber Angst, ihn zu verlieren. Wie hat die Polizei ihn denn dann bekommen? Ja, da haben wir bei seiner Mama geschlafen und die sind dann nachts, haben die Wohnung gestürmt. Die haben die Wohnung gestürmt? Ja. Und dann hatten sie ihn. Mhm. Wie denkst du denn über ihn und seine Tat? Also, dass die Tat passiert ist, das war scheiße. Das war auch ein riesengroßer Fehler, was er gemacht hat. Mhm. Aber so stehe ich immer zu ihm. Mhm. Also ich liebe ihn auch vom ganzen Herzen. Findest du denn, dass er auch jetzt seine Strafe verdient? Ja, auf eine gewisse Hinsicht schon. Auf einem gewissen Sinne, wie meinst du was? Also, dass er daraus lernt, tut schon, aber dadurch, dass ich auf ihn warten muss, ist es schon schwer. Mhm. Also Sarah, ich meine, du bist 18 Jahre und bist nach wie vor, obwohl ihr schon sehr lange zusammen seid, sehr verliebt, oder du liebst deinen Freund sehr. Ist ja auch meine erste Beziehung. Seine erste Beziehung. Dennoch darf man natürlich nicht vergessen, was er gemacht hat. Und man darf auch den Blick darauf nicht
abwenden. Mhm. Aber jeder Mensch macht doch mal einen Fehler, ja, oder? Ja, natürlich. Ja, aber dann muss man dafür auch eine Strafe in Kauf nehmen. Und die ist dann auch gerecht. Ich meine, er hätte ja noch viel Schlimmeres anrichten können. Wenn diese Frau, wir wissen es ja beide gar nicht genau, ob die wieder ganz hundertprozentig fit ist. Aber es hätte auch sein können, dass sie ein Leben lang einen Schaden davon trägt. Oder es hätte noch schlimmer ausgehen können. Das heißt, deinem Freund muss ordentlich der Kopf gewaschen werden. Das hat er verdient. Und dann musst du, das ist für dich natürlich traurig, leider auf ihn für eine gewisse Zeit dann verzichten. Ja, ich werde auch auf ihn warten und ich meine, wenn du ihn, habe ich ja auch, aber ich bin einfach in dem Punkt sehr kaputt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe mich an diesem Tag, wo er abgeholt worden ist, habe ich mich versucht, mit dem Fahrrad umzubringen. Hm. Also ich weiß nicht, da ist mein Gehirn sozusagen ausgeklinkt. Mhm. Ich weiß auch nicht, was mit mir in dem Augenblick los war. Das hast du natürlich... Weil ich Angst hatte, ihn für eine längere Zeit zu verlieren. Ja, das war wahrscheinlich aber auch so eine Kurzschlusshandlung in dem Moment, ne? Dass du da gar nicht wusstest, was du machen solltest. Ja. Denn das ist ja nun die allerschlechteste Lösung, die es gibt. Im Moment benutze ich Beruhigungstropfen. Ja. Und die helfen auch einigermaßen, aber sobald ich die absetze... Hast du die denn von einem Arzt bekommen? Nee, die habe ich mir einfach so von der Apotheke geholt. Aha, dann sind die auch nicht so ganz, ganz schlimm, wenn du die so bekommen hast. Dann kann man sich eine Weile damit über Wasser halten, das ist schon in Ordnung. Da musst du jetzt sehen, Sarah, das ist halt manchmal so im Leben, dass es dann auch schwierige Phasen gibt. Da musst du jetzt überlegen, okay, ich liebe den Typ, der hat Scheiße gebaut, aber du vergibst ihm das und ich will zu dem stehen. Mhm. Wenn das so ist, ist das ja auch in Ordnung. Es ist schon immer toll für Leute, die im Knast sind, wenn sie draußen jemanden haben, der sie liebt. So hat er ja auch seine Familie und so, aber ich bin halt die einzige Bezugsperson, die er vertrauen tut. Ja, so. Das bedeutet jetzt, nachdem was alles passiert ist, dass du auch in den sauren Apfel wirst beißen müssen, dass er eine Weile nicht da ist. Das ist nun mal so. Dann schreibst du ihm Briefe, dann besuchst du ihn im Knast und wartest auf ihn. Ja. Da musst du dann einfach durch. Sollte ich denn eine Therapie machen oder ich weiß nicht. Wenn du so labil bist, wenn es dir so schlecht geht, dass du wirklich Angst hast, dass nochmal sowas passieren könnte, wie du gerade erzählt hast, Selbstmord überlegen oder so, dann würde ich dir schon raten, dass du dir ein bisschen Hilfe holst von draußen, eine Beratung aufsuchst, eine Beratungsstelle. Wir werden dir gleich mal ein paar Adressen an die Hand geben. In Berlin gibt es davon genug. Mhm. Und du musst vielleicht auch deinen guten Einfluss dann noch mehr geltend machen, dass du auf deinen Freund einwirkst, dass wenn er rauskommt, dass ihm das wirklich eine Lehre war, dass wenn er rauskommt, dass er auf den geraden Weg geht. Ja, das hat er auf jeden Fall zu mir gesagt. Ob er was machen tut, das weiß ich nicht. Ja, aber da musst du auch strenger mit ihm sein. Mhm. Eigentlich hättest du ihn jetzt schon, als ihr da unterwegs wart, hättest du ihm sagen müssen, pass mal auf, komm, wir lassen dieses ganze Theater jetzt sein, du meldest dich bei der Polizei und wir machen reinen Tisch. Ich verstehe, dass du da auch ein bisschen durch den Wind warst und das vielleicht nicht gemacht hast. Eigentlich hättest du es tun sollen. Ja, aber das ist, weil ich noch nie so eine Erfahrung gemacht habe. Verstehe. Genau, deswegen will ich dir das auch gar nicht zum Vorwurf machen. Aber es geht jetzt auch nicht um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft. Und die Zukunft ist, wenn ihr eine gute Liebesbeziehung habt, ihr beiden, hast du einen großen Einfluss auf ihn. Ja, das habe ich. So. Und da musst du streng mit ihm sein. Da musst du ihm sagen, pass mal auf, ich will klar, wie du dich verhältst und ich will mit dir eine ordentliche Zukunft haben und ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Stress mit Polizei und all diesen ganzen Kram. Ich will ein schönes Leben führen und dafür musst du dich am Riemen reißen. Das musst du dem so klar vor Augen halten. Mhm. Dass der auch Angst kriegt, dich zu verlieren, wenn er nochmal Mist baut. Weißt du? Ja, das habe ich ihm schon verklickert. Das finde ich gut. Also, dass wenn er nochmal irgendwas machen tut, dass ich auf jeden Fall nicht mehr bei ihm bin, auch wenn es schwer ist. Ja. Ich habe es aber richtig verstanden, dass du für ihn auch sehr, sehr wichtig bist. Ja. Ja. Ich bin das Wichtigste in seinem ganzen Leben. Er hat sogar seine Familie für mich aufgegeben, weil seine Familie mich am Anfang nicht akzeptiert hat, weil ich so bin, weil ich so jung bin. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, so, dass da wirklich was ist. Ja, das ist gut zu hören. Das heißt, du hast auch wirklich dann einen Einfluss und hast auch eine Macht, die du in der Hand hast. Mhm. So, liebe Sarah, jetzt legst du bitte auf und wirst von meinem Psychologen, den Peter, zurückgerufen. Und der gibt dir mal einige Adressen in Berlin an die Hand, wenn es dir sehr schlecht geht, dass du da hingehst und dir da professionelle Hilfe holen kannst.
Ja? Alles Liebe, alles Gute, schöne Grüße nach Berlin. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Christian. Christian ist 22. Hallo Christian. Hallo Domian, schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Erzähle von deinem Sommer. Ja, mein Sommer war eigentlich ein ganz guter. Nämlich? Das fing eigentlich schon alles im Januar irgendwie an. Da habe ich eine Lieblingsband, die heißt Dispatch, die im Januar nochmal beschlossen hat, ein Konzert zu geben, obwohl sie 2020 sich getrennt hat. Und dann haben sie im Juli, diesen Juli haben sie in New York gespielt, dreimal Madison Square Garden, diese riesengroße Halle. Wow. Genau. Wie heißt die Band? Dispatch? Dispatch, genau. Kenn ich nicht. Unbekannt. Ja, ist auch super unbekannt. Also in Deutschland kennt sie so gut wie keiner. Ja. Also keiner meiner Freunde. Also wenn jemand sie kennt, dann nur durch mich. Aber offensichtlich in Amerika sind die sehr berühmt und sehr erfolgreich. Jein, eigentlich nur an der Ostküste und eigentlich dort auch nur bekannt durch kleine Independent-Konzerte. Okay. Das hat halt echt einen super langen Lauf genommen und hat halt den Lauf genommen, wirklich, dass es jetzt 2007 zu drei Konzerten in diesem dieser riesengroßen Halle führte. Ja. Und das Besondere war halt irgendwie, dass die Thematik, dabei ging es um Simbabwe, die Dispatch hat eine sehr starke Verbindung zu Simbabwe, haben ein Lied dazu geschrieben, einer von den Bandmitgliedern war halt dort. Und deswegen war dieses ganze Konzert ein Benefizkonzert und dann gingen dann über $2 Millionen dann auch dadurch nach Simbabwe. Das heißt, du warst in New York. Genau. Du warst in New York und hast deine Lieblingsband gesehen und bejubelt. Genau, richtig. Nicht nur das, ich habe dann auch noch mit der Stiftung, die all das auch noch initiiert hat, das ist die Elias Foundation, mit der habe ich dann da noch Flyer verteilt am Madison Square Garden. Ja, super. Genau, wo dann direkt auch die zweitgrößte Haltestelle ist die Pennsylvania Station. Das war schon ein ganz tolles Erlebnis, ja, irgendwie in New York, diese verrückten Stadt Manhattan, da Flyer zu verteilen und irgendwelche fremden Leute auf meinem gebrochenen Englisch anzuquatschen. Aber dann warst du aber auch sehr aktiv, dass du dann gleich an die Stiftung herankamst und genau. dass die dich gleich mit eingebunden haben. Das passiert ja auch nicht so Ja, das kam halt dadurch, dass ich bei dem beim Newsletter angemeldet war und dann haben die halt kurz vor den Konzerten gefragt, wer hätte Zeit und Lust, mit uns Flyer zu verteilen. Ah, ja. Da habe ich mich halt gemeldet und dann haben wir uns jeden Abend in Starbucks am Madison Square Garden getroffen. Wie warst du denn, das hatte ich gerade gar nicht gefragt, wenn die Band hier in Deutschland, Europa so gut wie nicht bekannt ist, wie bist du überhaupt auf die Band gestoßen? Ich bin 2004 nach dem Abi bin ich nach Australien gereist und dadurch habe ich die kennengelernt. Ah, und da sind die bekannter? Da sind die bekannter durch die ganze Surf-Region da in Australien, ja, ja. weil das auch ein bisschen so Surfer-Musik ist, so Jack Johnson-mäßig halt. Ah ja, ja. Und dadurch bin ich daran irgendwie geraten. Und hast du denn, ich meine, das wäre das Größte wahrscheinlich gewesen, auch von den Jungs ein paar persönlich kennengelernt? Jein, also dort nicht, aber wie gesagt, 2002 haben sich getrennt und die haben jetzt neue Bands und einer von denen war halt schon mal in Deutschland letztes Jahr. Mhm. Und da habe ich ihn persönlich kennengelernt. Jetzt Ende September sind sie wieder da. Dann mache ich so ein Interview mit denen und filme das und stelle mir das online und solche Sachen. Wow. Das ist schon ganz cool auf jeden Fall. Also ist das ja schon ein sehr gravierendes und wichtiges Sommererlebnis gewesen für dich, ne? Ja, auf jeden Fall. Erste Mal in Amerika gewesen? Nee, ich war schon mit 11 Jahren da. Aber ja, ist lange her. Mit 11 Jahren, das ist halt nicht dann so berauschend. Und dann gleich in New York und dann gleich in so einer Mission. Ist ja super. Genau, das war schon ein tolles Erlebnis. Ja. Das war schon ein toller Sommer für mich. Sind die Konzerte gut angekommen? Die Konzerte sind riesig angekommen. Also die waren noch sehr genial. Die waren teilweise über 3,5 Stunden lang haben die gespielt. Mhm. Und das Interessante war halt auch, dass sie immer zwischen den Liedern Videos gezeigt haben aus Simbabwe, ja. von Simbabwe, sodass auch die Menschen, die dort drin waren, also quasi die amerikanische Jugend, dass die halt auch was lernen von dem Land. Ja. Weil man ja. hört ja kaum was über Simbabwe und die ja. Problematiken, die dort sind. Ja. Und das war halt schon echt eine gute Sache, eine tolle Message, die rüberkam. Ja. Das hat schon jeden berührt. Also danach waren die Emotionen ganz hoch, das hat man schon gemerkt. Noch eine Frage. Ich war den Abend nämlich drin in den Konzerten, ich habe alle drei gesehen. Ja. Wie lange warst du dann in New York? In New York selber nur 5 Tage und bin danach noch mit einem Rucksack durch Amerika gereist. Ja, super. Genau. Grandios. Wie lange durch Amerika dann noch? Nicht so lange, leider nur 3 Wochen, weil ich dann noch Vordiplom schreiben musste. Na, immerhin, aber im Rucksack durch. Wo warst du noch überall in Amerika? In Washington war ich noch, ja? Las Vegas, L.A. und Grand Canyon. Na super, das ist doch ein grandioses Erlebnis im Sommer. Genau, das war ein super Sommer. Wenn du jetzt sagen würdest, von meinen Eindrücken in den USA, was ist der absolute Top-Eindruck gewesen, abgesehen von der Band jetzt mal? Ich meine jetzt vom Land her. Definitiv Grand Canyon. Also die Städte sind eigentlich ein bisschen bekloppt und eigentlich nicht wie große andere Metropolen, die ja. wir kennen. Aber Grand Canyon, diese Naturspektakel, das war genial. Ja. Das war super. Ja, tolle Sache, Christian. Schön, dass du es erzählt hast. Die Sendung ist rum. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, schönen Abend noch. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's von uns
für heute mit unserer Sendung Mein Sommer 2007 in der Technik war Volker Thake. Wir sind morgen wieder da. Freie Themennacht, wie immer mittwochs auf donnerstags. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und ihr könnt morgen ab 0 Uhr natürlich wie immer anrufen. Da sind unsere Leitungen hier geschaltet. Macht's gut, bis dahin, ciao.